Weihnachtsfeier der Halberstadtwerke. Mit festlicher Jagdhorn-Bläsermusik wurden in diesem Jahr die Gäste der Halberstadtwerke zur traditionellen Weihnachtsfeier begrüßt. In diesem Jahr ging es in die neu sanierte Kultur- und Festscheune Schäferhof nach Langenstein. Eingeladen waren alle Stadträte von Halberstadt sowie zahlreiche Kunden und Geschäftspartner des Unternehmens. In seiner Begrüßungsrede lobte der Geschäftsführer der Halberstadtwerke, Bodo Himpel, noch einmal den Einsatz der vielen Langsteiner, die dieses neue Veranstaltungsobjekt mit viel Eigeninitiative umgesetzt haben. Und da gehört schon so eine Mischung aus Verrücktheit und Engagement dazu, aber es gehören vor allen Dingen Menschen dazu, die etwas erreichen wollen. Und die nicht in erster Linie, zumindest kann man das für dieses Projekt doch sagen, nicht an Geld gedacht haben, sondern an dem, dass man gemeinsam etwas hier für diese Kommune erreichen will und für die Menschen. Auch für die Stadtwerke war das Jahr 2013 recht erfolgreich, auch wenn sich auf dem deutschen Energiemarkt viel bewegt hat. Im Jahr 2014 sind daher keine Preiserhöhungen geplant, auch wenn die Halberstadtwerke auf 75% des Strompreises keinen Einfluss mehr nehmen können. Mit einem kleinen Showprogramm wurden die Gäste gut unterhalten. Im Mittelpunkt des traditionellen weihnachtlichen Beisammenseins stehen jedoch die vielen Gespräche der Gäste untereinander. Auch in diesem Jahr ging die Feier wieder bis weit nach Mitternacht.